Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich habe hier so eine Schutzmatte fürs Auto, für den Kofferraum, wenn man einen Hund mitnimmt oder auch so, wenn man es sauber halten will. Ich denke mal, dass man das nicht nur wegen Tieren nehmen muss. Ja, das ist ein Riesenteil. Ich kriege das jetzt nicht alles hier auf die Kamera rauf. Ich versuche zwar noch ein bisschen höher zu gehen, aber das hält sich in Grenzen. Mehr geht leider nicht. Auf jeden Fall ist es eine schöne Sache. Mein Mann wollte das für sein Auto haben. Ihm gefällt das besser als das andere, was er vorher drin hatte. Hier sind Taschen. Ganz toll. Das kann man dann an den Kopfstützen von den Rücksitzen befestigen. Hier ist noch ein Reißverschluss. Hier kann man die Sache nochmal teilen. Ja, das ist, wenn man zum Beispiel die Sitze mal runterklappen muss, damit man eine geteilte Sitzbank hat zum Beispiel. Da macht sich das natürlich bezahlt, wenn man das öffnen kann, damit man dann auch mal runterklappen kann. So, innen hat es hier so eine Seitenteile noch. Und ansonsten für hinten aus dem Kofferraum raus kann man es runterklappen. Aber ich glaube, das ist jetzt die falsche Seite. Das ist die Unterseite, die wir hier haben. Diese Seite kommt nach oben. Ja, sieht auch sehr schick aus. Mit dem Orange abgesetzt. Ganz toll. Seitenteile sind nochmal zu sehen. Na, ja, ich muss das immer so ein bisschen bewegen, damit ihr überhaupt was seht. Außer schwarze Fläche und Waben. Das ist jedenfalls dieses Ding. Und wenn das dann angebracht ist, das wird aber erst am Wochenende was werden, wenn mein Mann das im Auto hat, mache ich nochmal Fotos und stelle die ein. Das ist im Moment ein bisschen zu groß, um das hier vorzustellen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Zumindest haben wir jetzt schon mal gemeinsam das Ding auseinandergenommen und mal einen Blick drauf geworfen. Und dann macht das Beste aus dem Abend und bleibt schön gesund. Tschüss!